Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme, der 43. Ausgabe von Kino on the Couch, ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir den Oscar-Gewinner American Factory von Julia Reichert und Stephen Bogner auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 43. Ausgabe von Kino und die Couch ist noch der sinophile Patrick Marki wie immer dabei. Hallo Patrick, ni hao. Wan Chang hao. Yo man, good evening, howdy, how you doing? I love the Kino Couch. Wo ye shi guan Kino Couch. War dieses I love the Kino Couch jetzt ein bisschen Trumpisch oder solltest du nur andere nicht. Personen das, imitieren? Das bleibt den Ohren des geneigten Hörers überlassen zu urteilen. Und unsere dritte Person heute, die uns wieder mal besucht und sichtbar schon leidet darunter, dass wir blöde Witze machen. Nein, keineswegs. Hallo. Ja. Ich darf wieder mal Martin Thompson vorstellen, den einen Filmwissenschaftler, Filmkritiker und Filmkurator. Hallo Martin. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich habe leider, nicht so eine. Unterscheiden selbst, oder? Ja, das ist eine ausgefeilte Begrüßung wie der Patrick habe ich leider nicht. Aber ja, Tag auch auf jeden Fall. Dafür hast du dir wahrscheinlich mehr Gedanken über den Film gemacht, was mehr erzählt auf das jeden Fall. Das weiß ich nicht. Ich hoffe. Wie? Ich weiß es nicht. Nur weil ich den Film vor einem halben Jahr gesehen habe, heißt das nicht, dass ich mir keine Gedanken dazu gemacht habe. Ja, das stimmt. Du hast einfach ein halbes Jahr lang darin gebadet und dir konstant Gedanken gemacht und nur auf die Gelegenheit gewartet, wenn wir endlich über diesen Film in der Kinocouch sprechen. Absolut. Minutiös, also, jeden Tag Protokoll geführt, Notizen aufgeschrieben und jetzt endlich kann ich sie auf euch, liebe Zuhörer, loslassen. Ja, dann präsentier mal die Früchte deiner Arbeit. Sag uns bitte, worum es gegangen ist in dem Film. Gerne. Ohio, USA. In den Örtlichkeiten eines kürzlich geschlossenen General Motors Werks öffnet nun eine chinesische Firma ihre Pforten und verspricht viele nun arbeitslos gewordene Amerikaner einzustellen. Was daraufhin folgt, ist ein emotionales Karussell, ein Clash der Kulturen par excellence. Hm. Ja, und wir werden tatsächlich auch heute diesen Clash der Kulturen ein bisschen nachzeichnen, wenn wir versuchen, uns genauer anzuschauen, wie hier diese Kapitalismuskritik, die ganz im Zentrum steht von dem Film, dem Reichert und Bogner, die beide sehr etablierte Filmregisseure in dem Metier sind. Und Jill Reichert hat etwa seit den 70er Jahren schon im feministischen Film gearbeitet und über Frauenbewegung Filme gedreht, also wie ich eine Veteranin in der Branche. Und wie die jetzt mit diesem Kapitalismus umgehen und hier Kritik üben. Und zwar vor allem in diesem Zusammenhang von diesen beiden kulturellen Feldern und dem Dialog oder dem fehlenden Dialog, der nicht aufgemacht wird eigentlich. Aber bevor wir hier wirklich genau einsteigen, Martin, wie hast du diesen Clash empfunden? Wild aufgewühlt oder hat er dich kalt gelassen wie eine Glasfabrik, die nur tausende Grad Temperaturen aushält? Ja, ich war etwas unsicher, was ich davon halten soll. Okay. Er legt sehr viel offen, er ist sehr nah an den Leuten dran und das Interessante ist ja auch, dass die Porträtierten sich oft unfreiwillig so ein bisschen selbst enttarnen. Also vor allem die aus der Chefetage, die wirklich dann wirklich so der Schein, den sie da bei den Versammlungen und so weiter aufrechterhalten, den Leuten nur Gutes zu wollen, das wird ja dann doch relativ schnell fällt diese Fassade und dann zeigt sich, dass sie dann doch oft drakonische, tatsächlich elitäre und repressive Kapitalisten sind. Aber es ist nicht nur das, also es ist natürlich auch schon so, dass man diesen Chef dann auch in anderen Situationen sieht, in seinen Monologen dann irgendwie seine Einstellung auch hinterfragen hört. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, diese Sache, dass da sehr viel diese unfreiwillige Selbstentblößung die Leute betreiben. Aber die Storyline, ich weiß auch nicht, da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Also natürlich, Storyline ist ein Dokumentarfilm, es ist aus der Realität abgeleitet irgendwie und die ist
irgendwo bis zu einem gewissen Grad vorgefunden. Jetzt, da müsste man jetzt wieder ein großes Fass aufmachen über filmischen Dokumentarismus und so weiter. Aber es gibt ja dann trotzdem irgendwie so selektierte Momente, die herausgehoben werden und die überhaupt aufgenommen werden und die dann halt dann doch diese Geschichte ergeben. Oder in den Film reingeschnitten werden, muss man auch sagen. Also es gibt ja, also der Film hat ca. 1200 Stunden Aufnahmen Ja. und es ist nur ein Bruchteil zu sehen. Wir haben 2 Stunden, die der Film dauert und vieles ist weggeschnitten worden. Also ich glaube, alle von uns, also sowohl auf dieser Seite der Mikrofone als auch auf der jener Seite eurer Kopfhörer, wissen, dass wir hier mit Dokumentarfilmen immer kritisch denken müssen, sogar Filme kritisch denken müssen. Und selbst wenn sie so einen Schein geben von Authentizität und Realismus, natürlich ist es was Konstruiertes. Und ich finde es eine schöne Begrifflichkeit von der Realität abgeleitet in irgendeiner Hinsicht. Ich finde, das ist Ja. durchaus passend. Also, ja, sorry. Nein, also es geht nur um diese Storyline. Das ist halt ein bisschen komisch, dass am Anfang sind halt alle so naiv optimistisch, wo die Chinesen die Fabrik übernehmen und dann hat es halt diesen typischen Effekt, den man ja auch so von US-Kriegsfilmen kennt, dass sich dann nach und nach so eine Desillusionierung breit macht, nicht? Also, und das ist halt eine sehr gängige Storyline irgendwie, ich weiß auch nicht. Die amerikanischen Filme neigen immer sehr stark von diesem Desillusionierungsprinzip auszugehen, nicht? Am Anfang sind immer alle naiv optimistisch und irgendwann dämmert es ihnen dann und ja, ich weiß auch nicht. Weil die sind ja am Anfang die Arbeiter. Also da ist der Film so ein bisschen, er zeigt zwar und soziale Ungleichheiten und Unannehmlichkeiten und Konflikte und so weiter, aber er ist da manchmal auch irgendwie für mich zu wenig, dass er an die strukturellen Sachen nicht so richtig rankommt, die dem Ganzen dann doch als das Fundament legen, nicht? Also irgendwie glauben sich die schlecht bezahlten Arbeiter ja anfangs fast im amerikanischen Traum, so wie das dargestellt wird, obwohl sie ja davor nicht weniger ausgebeutet wurden und danach wahrscheinlich auch nicht. Also das ist Was meinst du mit davor? Also als sie noch bei General Motors gearbeitet haben, oder? ja, sie sind einfach grundsätzlich immer schon ausgebeutet worden, nicht? Aber der Film tut dann irgendwie so, als wenn sie das vorher nicht geworden wären. Also hatte ich so ein bisschen Ja. das Gefühl. Ja, gut. Ja, also der Film, also wenn ich auch was, also ja, der Sicher, sicher. Ich bin schon fertig. nee, sorry, so war es nicht gemeint. Stimmt schon, der Film stellt es so dar, als ob es ihnen früher besser ging und als ob früher ja alles, ja, ich weiß nicht, perfekt gewesen ist. Das nicht, aber er lässt schon mitschwingen, okay, jetzt ist die Situation eigentlich schlechter als früher. Ihr werdet schlechter behandelt, ihr habt weniger Rechte, ihr kriegt weniger Geld, ihr werdet mehr ausgebeutet. Ich glaube, das ist schon, was der Film dann unter anderem, zumindest in der zweiten Hälfte, dann glaubhaft machen will. Ich habe leider das Vorgängerwerk, also wie heißt der Film, also The Last Truck. genau, The Last Truck, nicht gesehen. Das wäre vielleicht ganz spannend in diesem Zusammenhang, die beiden auch miteinander zu vergleichen, diese Filme, weil ich habe keine Ahnung, wie The Last Truck, also was jetzt die Hauptmessage dieses Films ist. Also ob es ein Lobgesang an die guten alten US-Fabrikzeiten ist, die jetzt leider zu Ende gehen, oder ob es irgendwie den Niedergang, der mit Ausbeutung von Arbeitern in einer amerikanischen Firma einhergeht, aufzeigt. Also keine Ahnung, das finde ich ganz spannend. Ja, aber das von dir angedeutete Narrativ, also der Desillusionierung, dass die Leute dann langsam darauf kommen, dass sie ausgebeutet werden, beziehungsweise dass die andere Seite dann auch desillusioniert ist und ihre Pläne, ihre zutiefst kapitalistischen Pläne nicht aufgehen, weil sich da einige Hindernisse auftun, das ist schon deutlich erkennbar, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich fand das gar nicht so konstruiert. Also für mich hat das recht glaubhaft gewirkt. Also ich kaufe den beiden Regisseurinnen ab, dass sie recht objektiv an die Sache rangegangen sind und dann geschaut haben, okay, wie entwickelt sich's und sich eben das Narrativ ganz natürlich entwickeln haben lassen und hier ohne wirkliches Zielvorhaben per se von Anfang an reingegangen sind. Also ich glaube, sie wären auch zufrieden gewesen und hätten einen Film auch gerne gemacht, wenn sie es so wahrgenommen hätten, der eine wunderbare Erfolgsgeschichte ist und davon erzählt, wie wunderbar Brücken zwischen verschiedenen Ländern gebaut werden können. Nur glaube ich, haben sie es halt so nicht vorgefunden. Natürlich ist es immer subjektiv, liegt immer viel Interpretation dahinter, aber für mich wirkt alles eigentlich recht, ja, natürlich und glaubhaft. Deswegen bewerten wir das Ganze. Also ich würde hier 8 von 10 desillusionierten Fließbandarbeitern geben. Ja.
Ja, genau. Aber wegen deiner wegen deines Kommentars bezüglich der Art und Weise der Konstruiertheit, um das nochmals aufzugreifen. Ich glaube, wir wollen ja gar nicht hier vorwerfen, diesen Filmmacherinnen und Filmmachern, dass sie etwas darstellen, was nicht sie wirklich, was nicht irgendwie realistisch ist, was eine komplette Verfälschung ist von den Tatsachen. Siehe etwa, machen einfach die Hitler-Tagebücher, also einfach ein vollkommen in sich gefälschtes Dokument, was sich aber ausgibt als dokumentarisch. Das wollen wir auch nicht, aber wir wollen nur sagen, dass auch diese Cinema-Varieté-Variante, dieses Direct Cinema, den sich die beiden Regisseurinnen und Regisseure direkt einschreiben, nicht minder gestellt, Anführungszeichen, na, gestellt ist ein bisschen zu hart, nimm es weg, aber davon geprägt ist, was ausgesucht wird, welches Material ausgesucht wird, welche Perspektiven ausgesucht wird, etc. Also das, was wir letztes Jahr zum Beispiel bei Free Solo diskutiert haben und wo ich aber auch skeptisch und kritisch war dagegen, wie Authentizität wiederum produziert worden ist, indem sie es ausgestellt haben, was sie alles indem sie alles hergezeigt haben, was die beiden Regisseurinnen, Regisseure da gemacht haben. Haben hier wie ein Film, wo die beiden, Reichardt und Bogner, sich gänzlich außen vor lassen und nur das Dokument sprechen lassen. Oder nur so dem Schein nach nur das Dokument sprechen lassen. Wobei natürlich die Montierung und so natürlich genauso wiederum eine ganz spezifische Geschichte ist. Weil das Leben hat halt nicht eine Dreiaktstruktur, wie dieser Film hat. Ja, das Muss man stimmt. einfach sagen. Ich glaube, wenn ich ganz kurz möchte ich dazu noch was sagen. Ich glaube, natürlich als Filmemacher hat man bis zu einem gewissen Grad immer das Problem, dass man die Geschichte in ein filmisches Drei-Akte-Korsett zwängen muss. Aber weil du zum Beispiel Free Solo ansprichst, ich finde bei Free Solo oder andersrum, ich finde bei dem Film hier habe ich diese Natürlichkeit dem viel mehr abgekauft. Bei Free Solo war es viel eindeutiger und deutlicher, finde ich, worauf der Film hinaus wollte, dass er etwas Bestimmtes erzählen wollte und dass er das wirklich, ja nicht auf Biegen und Brechen, aber dass er wirklich diese Story, dieses spannungsgebende Element so rüberbringen wollte, wie es geplant war. Und diesen Film hier kaufe ich ab, dass er organischer entstanden ist, einfach weil ich finde, dass sein Narrativ, seine Story, das Korsett in dem Fall nicht so eng ansitzt, einfach ein bisschen loser ist, ja, nicht ganz so stringent und offensichtlich, wie zum Beispiel bei Free Solo das der Fall war. Ich glaube, das hängt aber auch mit deinem Genre-Konvention zusammen. Also, wir tendieren ein bisschen dazu, zu sagen, es gibt Filme wie Komödien, Dramen, Horrorfilme und Dokumentarfilme. Und das ist eigentlich ein schlechter Zugang. Wir müssten eigentlich sagen, es gibt den Non-Fiction- und Fiction-Bereich. Und der Non-Fiction-Bereich hat genauso wiederum Genres, in denen es sich abspielt. Und wir können sagen, ich glaube, ein Film wie American Factory hat viel stärker im Vordergrund eben diese Art, mit dem auch im Zusammenhang mit dem Cinema-Verité und dem Direct-Cinema-Approach, dass es so eine Art Drama ist und das entsprechend einen gewissen Realismuseffekt stützt. Währenddessen zum Beispiel ein Film wie The Cove, um mal so einen anderen ausprämierten Dokumentarfilm zu nennen, der sich als Thriller verkauft. Und ich glaube eben, da gehört in die erklärende Tradition auch etwa Free Solo rein, in gewisser Hinsicht, das in eine ganz andere Genre-Stimmung uns versetzt, also wenn wir eben den Genre-Konventionen dem folgen und wir uns dann gewöhnt sind und dementsprechend wir weniger diesem Realitätsanspruch uns gewahr werden oder vielmehr von diesem Unterhaltungswert, den rasanten Sachen, die da passieren, von denen Ja, unterhalten werden. aber das ist doch der Unterschied. Also ein solcher Film, man mag es als ein Genre bezeichnen, aber ein solcher Film hat ja keine Agenda von vornherein. Das heißt, er will nicht dir etwas Bestimmtes vermitteln, sondern es ist vielmehr eine Milieustudie, die einfach nur, und klar ist es nicht ganz so, aber die eigentlich einfach nur etwas Bestimmtes abbilden soll. Also theoretisch dem Naturalismus verpflichtet. Das ist die zugrunde liegende Idee, glaube ich, die Filmemacherinnen und Macher hier hatten und jetzt nicht von vornherein schon klar war, okay, wir wollen das sagen oder diese Aussage treffen. Nein, ich wollte auch gar nicht damit sagen, dass es irgendwie schlimm ist, im Dokumentarfilm irgendeine Art von konventioneller Dramaturgie oder sowas anzuwenden, nicht? Und ich muss auch zugeben, dass was der Film natürlich nicht macht, American Factory, ist diesen selbstreflexiven, auf so einer selbstreflexiven Ebene den Einfluss der Kamera und der Kamerateams, die halt dort sind, irgendwie mit Ja, thematisieren. Das macht okay. er nicht wirklich, nicht? Also inwiefern die auch die Geschehnisse und die Verhaltensweisen der Personen irgendwie beeinflussen. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das muss man auch nicht bei jedem Film machen. Also ich glaube, so richtige
Hardcore-Dokumentarfilme, gerade aus dem europäischen Raum, die thematisieren das ja ständig mit, nicht? Und ich halte das für immer für einen wichtigen Gedanken irgendwie, aber man muss den auch nicht immer vorgekaut bekommen. Also ich finde es auch okay, wenn darauf nicht immer hingewiesen wird. Und was die Dramaturgie oder dass man das überhaupt dramaturgisch angeht, das war gar nicht so stark mein Problem. Wo ich habe nur irgendwie diese Tatsache irgendwie zu hinterfragen begonnen, warum braucht es immer dieses Narrativ, nicht? Warum braucht man immer diese naiven Optimismus am Anfang und dann diesen Niedergang? Und da wird ja doch irgendwie auch so ein systemstabilisierender Mythos irgendwie so vom edlen Arbeiter ein bisschen angezapft, nicht? Der Edel ist, weil er sich aufopfert und zum Sklaven macht, und das bleibt aber irgendwie unangetastet. Man merkt plötzlich, da kommen die Chinesen rein und im Grunde genommen durchlaufen die dann einen Härtetest sozusagen. Aber letztendlich bleibt die Pointe dieselbe, ob sie jetzt im rein amerikanischen System oder ob sie im globalisierten System sich durchschlagen müssen. Eigentlich wächst nur sozusagen dieses Pride-Gefühl, was man dann irgendwie mit ihnen hat. Und das habe ich so ein bisschen hinterfragt, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das irgendwie verkehrt ist. Also ich habe den Gedanken noch nicht so richtig weiterverfolgt. Ich habe mich nur irgendwie instinktiv gefragt, warum? Warum braucht es dieses Narrativ immer? Kannst du vielleicht ein bisschen konkretisieren, was du mit dem edlen Arbeiter meinst, bevor wir darauf antworten? Ich hatte ganz kurz eine Ja. Frage, weil kann ich die ganz kurz zwischenwerfen? Wir sagen hier, es ist ein klassischer Dreiakter bis zu einem gewissen Grad. Was ist denn dann der dritte Akt eigentlich? Was ist denn genau die Auflösung? Das ist mir nämlich auch nicht ganz klar, weil eigentlich so klassisch ist das gar nicht mal, oder doch? Kann man das ganz kurz beantworten? Also für mich ist der dritte Akt eindeutig die Gewerkschaft, der Kampf um die Gewerkschaften, der sich zunehmend formiert, der schon am früh angeführt worden ist. Also wir haben schon im ersten Akt kurze Gespräche über die Gewerkschaft, über ob man Gewerkschaften zulassen soll. Das ist dann im Kontext einer Versammlung, einer politischen Versammlung, ein Senator sagt, ja, Gewerkschaften sind gut, und dann ist es ein Fauxpas eigentlich. Und wir haben dann zunehmend, und das verdichtet sich tatsächlich in dem letzten Akt gänzlich, eben diese Problematik, dass man jetzt Gewerkschaften einführen möchte oder versucht es einzuführen und dann diesen Kampf um die Gewerkschaften eigentlich in den Vordergrund stellt, der eben auch scheitert, um jetzt Okay, schon ja diesen genau. Spoiler heranzunehmen. Spoiler! Ja, also es ist ein klassisches Drama, das in der Katastrophe dann endet, oder wie? Ja, und Okay, darum wollte ich ihn okay. fragen, wegen diesen edlen Arbeiter. Das impliziert doch eine Figur, eine mythologische Figur, wo das Ertragen von diesen Lasten, von diesen Problemen, was positiv bewertet ist, weil sie sind so, um jetzt ein problematisches Beispiel zu nehmen oder ein vielleicht hängender Vergleich, wie die edlen Wilden, weil sie doch einen Respekt, eine Würde haben im Kontext ihrer marginalisierten Existenz. Ja. Meintest du das damit oder ist das in die andere Richtung? Oder in eine andere Richtung? Ja, das meine ich auf jeden Fall auch mit. Ja. Also diese Verklärung und eigentlich eine Entmündigung, nicht? Indem man eigentlich so ein undifferenziertes Bild von jemandem zeichnet, was ja problematisch ist, nicht? Interessant ist ja auch, dass die Teile rausgeschnitten wurden, wo der Wahlkampf lief mit Trump und Clinton, dass es da ganz viele Trump-Unterstützer gegeben hat, nicht? Also diese ganzen Sachen, wo man die Menschen dann vielleicht dann doch irgendwie politisch vielleicht auch kritischer sieht, die werden so ausgeklammert, nicht? Weiß ich nicht, ob man so viel reflexiv, nicht reflex, sondern reflexartig so viel Sympathie für jemanden empfindet, wenn der jetzt sich auch als Trump-Unterstützer sozusagen enttarnt hätte. Aber das klammert der Film ja auch irgendwie aus. Ja, ich glaube, das hat er bewusst ausgeklammert, weil er erstens damit ein riesengroßes weiteres Fass geöffnet hätte, das er jetzt so nicht aufmachen wollte, sondern ich glaube, er hat sich bewusst entschieden, okay, wir haben hier schon genug, das wir thematisieren mit dem Arbeitskampf, Kulturenclash, was auch immer. Und wenn du dann gleich die politische Affiliation dazu zeigst und dazu gibst, dann weiß nicht, ist es ein bisschen schwerer für den Zuschauer hier unvoreingenommen, beziehungsweise, ja, ich sage einfach mal objektiver, heranzugehen an das Ganze. Das heißt, man hat da automatisch oder hat sehr viel Gefahr, dass der oder die geneigte Zuschauerin dann recht viel Ballast mitbringt und dann die Story sich vielleicht nicht ganz so gut entfalten kann. Ja, aber ich muss sagen schon, das ist eine extrem spannende Komplexität, vor allem, weil es nicht nur von welcher Seite es kommt eigentlich. Und ich fand es auch interessant, dass das rausgeschnitten worden ist oder wie gänzlich getrimmt worden ist. Also ich
stimmt auf jeden Fall zu, Patrick, dass er das bewusst tut, dass es die beiden Regisseurinnen bewusst tun. Aber gleichzeitig kann man doch so sagen, das Interessante ist, dass es eben sich um Gewerkschaftlerinnen handelt, die gleichzeitig Trump-Supporter sind. Das ist faszinierend. Ja, das Problem ist nur in den USA, wenn du sowas ansprichst, Politik zur Zeit, einfach weil es da einen so tiefen Graben gibt, du kommst auf keinen grünen Zweig. Die verschiedenen Seiten sind einfach so festgefahren und wollen sich nicht einander annähern. Also sobald du irgendwie etwas Politisches mit reinbringst, ja, hast du ein Patt, einen Stillstand und die Leute sind nicht mehr bereit, auch nur irgendwie ansatzweise die andere Perspektive sich anzuschauen. Das heißt, ich glaube, der Film, wahrscheinlich haben die eh relativ lange überlegt, kann ich mir vorstellen, ob sie das mit aufnehmen sollen oder nicht. Und letzten Endes werden sie wahrscheinlich zum Schluss gekommen sein, nee, wir wollen die Sache, um die es geht, ja, also einen Kern, ein politisches Problem selbst behandeln, ohne den ganzen politischen Ballast. Das heißt, wir wollen uns hier wirklich nur auf das Geschehen und auf ja, eine Grundlage des politischen Geschehens konzentrieren und die so unabhängig wie möglich darstellen, damit sich vielleicht jeder nicht damit identifizieren kann, aber eben offen daran da herangehen kann. Und ich glaube, eigentlich muss ich sagen, anfangs war ich da auch ein bisschen skeptisch, aber je länger ich drüber nachdenke und ich hatte jetzt ein halbes Jahr Zeit, desto besser finde ich eigentlich diese Herangehensweise. Und das von dem Person, von der Person, die in jedem Podcast über Trump reden möchte, überraschend. Ja, ja. Ich würde mal einen Gegenvorschlag machen, um sowohl diesen Aspekt der Politisierung oder Entpolitisierung anzusprechen, als auch der Streamlining dieser Story. Weil ich es nicht sehe, dass es eigentlich da am Schluss der Mythos des edlen Arbeiters in Forderung gerückt wird. Also ich würde das eher kritisch sehen, was jetzt der Martin gesagt hat. Nämlich, ich würde sagen, dass es ein didaktisches Werk ist. Ich würde mal mit diesem Begriff versuchen zu arbeiten und das in Vordergrund zu setzen. Ich finde, es ist ein Film, der halt versucht zu zeigen, was heißt es überhaupt, hier in den USA, wo zum Beispiel Gewerkschaften durchaus verpönt sind, mit es um über das Recht von der Vernetzung zu reden, über das Recht der Organisation zu reden zwischen ArbeiterInnen. Und ich glaube, da holen sie die Leute auch sehr weit unten ab mit, dass sie eben gerade dieses sehr, sagen wir jetzt mal, idealisierte Bild des American Dream in den Vordergrund setzen und auch hervorheben, ja, ich bin zum Beispiel eine Figur, die auch schon in The Last Truck mitgespielt hat, also Figur, ein Mensch, ein Mann, der schon in The Last Truck mitgespielt hat, der dann beginnt zu sagen, ja, ich danke Gott so sehr, dass er mir diesen Job, diese Gelegenheit gegeben hat, dass ich mich wieder wie ein Mensch fühlen kann, mehr oder weniger. Ich weiß nicht mehr genau die konkrete Argumentation, die er macht, aber das ist ein Sentiment, das ist eine Einstellung, die immer wieder vorkommen ist, von der Idee, dass wie sehr die Identität davon abhängig ist, dass sie hier diese Arbeit haben und nicht mehr idle hands im Sinne von nicht mehr Hände haben, die nichts tun, weil das ist genau das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, nachdem die GM eigentlich eingegangen ist und sehr viele Leute gemacht haben. Und dass dieser Idealismus, dieses Ideal des US-amerikanischen Arbeiter, der einfach gut, der brav angestellt ist und fürs Wohl der Firma sorgt und nie weniger auf seine Rechte eher verzichtet, darüber wird dann erzählt, wie es zunehmend hier gravierender wird, eigentlich in vieler Hinsicht, und am Schluss die Auflösung kommt. Okay, ihr habt gesehen, wie man mit diesem Organisieren umgeht. Ihr habt gesehen, was da passiert. Ist es was Gutes? Nein. Wir sollten hier eine Gemeinschaft der Arbeiterinnen haben. Und zwar egal von wo man kommt, egal in welchem Kontext man ist. Hier geht es um eine Gemeinschaft, ein Solidarisieren zwischen Arbeiterinnen und Arbeiterinnen. Und darum, glaube ich, geht es in diesem Schlussakt des Desillusionieren, weil für mich ist kein Desillusionieren, für mich ist ein am Boden geworfen werden und ein Aufruf von, wir müssen was anderes machen, weil der Film endet ja nicht damit. Womit endet der Film denn? Wisst ihr noch das Schlussbild? Ich nicht mehr, nee. Oh. Der Film endet nochmal mit zum einen nochmal der Radikalisierung dieser Situation, es geht um die Automatisierung, und zum anderen haben wir Bilder von, die Arbeiterinnen verlassen die Fabrik.
Haha, ich glaube, das ist ein ziemlich gewähltes, direktes Zitat, das wir filmgeschichtlich immer wieder hier auf Arbeiterinnen geschaut haben in den letzten 130 Jahren. Und zum anderen, wir haben diese Bilder der Arbeiterinnen, die die Stadt verla die die Fabrik verlassen, aus den USA, die miteinander reden, während gleichzeitig diese Bilder geschnitten werden, gegengeschnitten werden mit chinesischen Arbeitern und Arbeiterinnen, die genau dasselbe tun, wie sie die chinesische Fabrik verlassen. Und es werden sehr viele ähnlich geschnittene, ähnliche Einstellungsgröße, ähnliche Motive gewählt, um eine großmögliche Nähe zwischen diesen beiden Gruppen zu machen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass es hier ein impliziter Aufruf ist, der diesem didaktischen Werk zugrunde liegt, dass man sich verbünden soll, dass man solidarisch miteinander wirken muss, damit man gemeinschaftlich politische Mitspracherecht hat, das man sonst nicht hat, wie der Film es auch darstellt. Ja, also das kann man auf jeden Fall reinlesen. Ich finde das eine, ich sag mal, sehr gelungene und auch sehr realistische Interpretation oder eine, die Hand und Fuß hat. Ich finde es aber spannend, dass man eigentlich genauso gut, zumindest auf der Oberfläche, hier ein Anti-Globalisierungsplädoyer eigentlich reinlesen könnte. Also man kann es, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber andererseits liefert der Film doch Stoff dafür. Man kann es auch so interpretieren, okay, früher, als wir hier noch einen amerikanischen Arbeitgeber hatten, war alles bestens. Die Leute, wie gesagt, ich hatte den Last Truck nicht gesehen, aber es schimmert ein bisschen durch. Ja, die Leute haben viel höheres Gehalt bekommen, wurden besser behandelt, waren zufrieden, hatten ihren schönen Job, der ihr Leben erfüllt hat oder waren glücklich. Und jetzt kommen diese hyperkapitalistischen Chinesen, die überhaupt, also denen ein Menschenleben, krass gesagt, überhaupt nichts wert ist, die die Leute ausbeuten wollen und die sich komplett gegen die Gewerkschaften stemmen. Ja, da schon auch ein bisschen Hilfe von den Amerikanern bekommen, aber eigentlich den krassesten Widerstand, der ist auf chinesischer Seite hier zu finden. Also von Anfang an wird abgelehnt oder wird klar gemacht, okay, nee, Gewerkschaften müssen wir komplett bekämpfen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und das hätte es vielleicht nicht gegeben unter General Motors. Ich weiß jetzt nicht, ob General Motors eine Gewerkschaft hatte, aber die haben, zumindest wird es im Film so angedeutet, noch einigermaßen gut für ihr Personal gesorgt. Da gab es ordentlichen Lohn und da wurden die Leute nicht ganz so ausgebeutet, wie das jetzt der Fall ist. Also ich Aber erinnere an das diese, weißt du nicht, das ja? vermutest du jetzt nur nicht. Nein, aber ich erinnere mich an eine Szene, obwohl es schon mindestens 6 Monate her ist, dass ich den Film gesehen habe. Aber da wird ja, also wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt doch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der sehr unter dem Job leidet und meint, ja, ich habe früher schon bei General Motors gearbeitet und da habe ich irgendwie das doppelt oder dreifach, ich weiß nicht mehr, verdient und irgendwie nur 2 Drittel von der jetzigen Arbeitszeit gearbeitet. Also es wird schon direkt kontrastiert und direkt gesagt, früher war es besser. Diesen Aspekt haben wir schon auch. Ja, also nur um das nochmal zu kontextualisieren. Tatsächlich ist es was eine Mitarbeiterin, die darüber redet, dass sie davon 29 Euro pro Stunde verdient und jetzt 14, Ja, 12, genau. 12,85. Und es stimmt, das ist eine der frühesten Darstellungen, wo man diese Einbußen sogar akzeptiert, weil es ist noch in diesem idealisierten Moment wie oder romantisierten Moment, wie eben das der Martin definiert hat. Aber dann leite ich gleich an dich weiter, Martin. Was sagst du über diese Art, wie mit chinesischem Geld, Kapital oder generell diesem chinesischen Kontakt umgegangen wird im Kontext dieses Kapitalismuskritik, in diesem Kontext dieser Kapitalismuskritik? Ja, ich muss kurz überlegen. Ja, was auf jeden Fall auffällig ist, ist halt wirklich diese Gegenüberstellung von nationalistischen Stereotypen, nicht? Also die Chinesen sind diszipliniert, super professionell, so fleischgewordener Turbokapitalismus und die US-Amerikaner sind halt sehr behäbig und ungeschickt Und dick. und verwöhnt eigentlich sozusagen, nicht? Das sagen ja auch die Chinesen immer. Was ich recht interessant finde, ist, dass diese Stereotypen der Film bestätigt diese Stereotypen ja auch irgendwo. Andererseits ist der Effekt irgendwie interessant, nicht? Weil die Chinesen bemühen sich ja auch darum, irgendwie die Klischees zu erfüllen, die die Amerikaner von ihnen haben und vice versa. Also es ist interessant, dieser Spiegeleffekt. Also es gibt diese eine Szene, womit beginnt der interkulturelle Dialog? Natürlich, die Chinesen sind irgendwie bei dem einen Amerikaner daheim und dürfen dann erstmal Waffen austesten im Vorgarten und so weiter, nicht? Und umgekehrt fällt mir jetzt kein so schlagendes Beispiel ein, aber da gibt es halt auch diese Sachen, dass da die Amerikaner irgendwie
auch sehr ihre Klischees von den Chinesen. Also, und die bemühen sich ja auch darum, diese Klischees irgendwie zu bestätigen, nicht? Also beide sind irgendwie so in diesen Stereotypen-Gehegen auch irgendwie drin. Also sie könnten auch was anderes machen, aber sie lassen den interkulturellen Dialog darüber laufen. Das ist ja auch interessant, dass ich gelesen habe, dass die Interkulturalität ja am Anfang, also dieses gemeinsame Arbeiten irgendwie ganz gut geklappt hat, nicht? Bis das Management dann irgendwie angefangen hat, Druck zu machen und diese ganze Gewerkschaftsgeschichte reinkommt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Es waren jetzt nur lose Gedanken. Doch, doch, natürlich ist eine Antwort. ja, also ich finde es auch interessant, also dass hier wie mit Stereotypen gearbeitet wird und wie auch eben die Filmemacherinnen und Filmemacher das dann aber argumentieren, dass es eben so halt ist und so halt war. Und ich denke halt irgendwie die ganze Zeit und eben auch so verweisen auf ihre chinesische Produzentinnen, also sie haben zwei chinesische Produzentinnen oder eine Produzentin, einen Produzenten, die halt mitgewirkt haben und die halt immer dann als blanke Augen funktioniert haben, ob dieses das okay ist, das da so darzustellen oder ob es okay ist, diese, ob das etwas ist, was wirklich typisch ist. Bestes Beispiel ist natürlich diese für uns fast schon exotisierend absurde Szene mit dem Tanzen und dem chinesischen Neujahr, also wie die chinesische Neujahr dargestellt wird und wie das eigentlich extrem, ja, es hat schon was Neo-Orientalistisches, oder nicht? Also das sind auch diese, wie du schon sagst, diese Stereotypen, die wir kennen irgendwie. Und auch hier gab es einen interessanten Moment, wo ihm zuerst mal chinesische Performerinnen, Performer, die einfach nur Arbeiter sind, Arbeiterinnen sind, aus der Firma zusammen auftreten und alles perfekt verläuft. Und am Schluss kommen dann die, wie du es auch schon gesagt hast, die dicken US-AmerikanerInnen, wo nicht mal die Warnweste drumherum gebunden werden kann, in einer folgenden Szene. Und dann versuchen sie YMCA aus dem Stand heraus zu performen. Und wird ganz lächerlich gefunden. Also alle freuen sich irgendwie, aber es wird ganz klar eben hier diese Stereotypen bedient. Also das Disziplinierte gegen das Undisziplinierte. Und das wird nochmal klar gemacht in einem Moment, wo der Besuch bei einer chinesischen Fabrik wurde gezeigt, wie eben hier fast schon in einer Art von Drill militant die Figuren aufgestellt werden, die Personen aufgestellt werden, rein Glied, zweireihig. Und dann versucht es ein, und ein, ein US-Amerikaner beginnt auf Chinesisch, einer der Supervisor beginnt auf Chinesisch mit dem einzureden, wie toll das ist. Und er würde das gerne nicht auch so machen. Er findet es eigentlich total großartig, was sie da machen eigentlich. Und am besten wäre es, wenn die Leute nicht so viel reden würden bei ihnen. Am besten wäre, wenn wir in den Mund verbicken würden, dann würde die Effizienz gesteigert werden. Da ist Effizienz, wieder die Effizienz, unfreiwillige Effizienz. Selbstentblößung so krass, oder? Das finde Ja, ich wirklich erstaunlich, dass er solche Sätze das tatsächlich stimmt. sagt vor laufender Kamera, nicht? Ja, sie haben gedacht, das ist Chinesisch, das versteht niemand. Also, naja, ich glaube, was da Und passiert ist, hat er sich macht so nach. angewidert einfach, oder? Also, es war einfach, also, Aber er macht's nach. Er macht tatsächlich, das ist die eine ja, stimmt Supervisor, die schon. wirklich dann versucht, etwas zu implementieren, nämlich dass ein reines Glied die Personen auch machen. Und natürlich gibt es die Interviewsituation mit ihm, Talking Head. Ja, ich habe das jetzt auch begonnen. Ich merke schon einen Unterschied. Das funktioniert eigentlich relativ okay eigentlich. Und dann sehen wir die Szene, wie das passiert. Also da entblößt der Film ihn auch total, weil die Szene stellt da so, ja, könnt ihr euch in zwei Personengruppen einstellen. So, wir sind alle da und wir, ja, habt ihr Fragen? Also, Alter, warum stehen wir jetzt da blöd herum? Ich meine, wir machen das zum ersten Mal, noch haben es nie machen müssen. Aber es sind schon seit Jahren in dieser, also in dieser Anlage nicht, aber es sind schon Monate in dieser Anlage und Jahre im Berufsleben. Wir brauchen das nicht, diesen Drill. Und das klappt natürlich auf jeden Fall nicht. Das heißt, hier wird schon impliziert, was der Patrick auch hier, also hast du nicht gesagt, Patrick, aber hier wird was anderes impliziert, was von Martin gekommen ist, eigentlich diese Reproduktion von Stereotypen und auch fast schon so ein Essentialismus, oder? Darf ich ganz kurz, also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass ganz pauschal gesagt, wie das in China zugeht oder die chinesische Mentalität effizienter ist in dem Sinne, ziemlich eindeutig. Die Frage ist, oder eigentlich muss man halt feststellen, es ist effizienter, aber weniger menschlich. Ja, das heißt also, ich meine, ein ganz krasses Beispiel ist ja zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Ich weiß nicht, die eine Szene, wo die Arbeiter, ich glaube, Glasscherben mit den bloßen Händen war es, glaube ich, wegkehren. Nein, sie haben nicht bloß Hände, sie haben regulär, sie haben Siegeshandschuhe. Okay. Das Einzige, was da extrem war, war, dass sie es den ganzen Tag dort machen.
Das war so das, was so, oh was, du den ganzen Tag aussieben. Das war War so das das, was wirklich jetzt den kommentiert ganzen worden ist. Tag? Okay, ich weiß es nicht Ja, mehr. das war so. Aber also so wie es gezeigt wird oder so wie ich es wahrgenommen habe, war schon okay, die Bedingungen, die Sicherheitsbedingungen sind nicht so, die Vorkehrungen, dass hier nichts passiert, dass die Leute geschützt sind, sind nicht so hoch. Genau, natürlich ist man dadurch effizienter, aber das Risiko ist höher und das Wohlergehen des Einzelnen ist halt niedriger. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein recht entscheidender Punkt, ohne jetzt allzu weit ausholen zu wollen. Aber ich glaube, ohne es wertend sagen zu wollen, aber ich glaube, dass das Leben eines Einzelnen oder das Wohlergehen eines Einzelnen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, mehr wertgeschätzt wird, als in östlichen Gesellschaften. Da ist es tatsächlich so, dass das Gesamtprodukt, also ein utilitaristisches Wohlergehen, wie man so möchte, das Wichtigere, wenn nicht sogar das Einzige ist, was zählt letzten Endes. Und ich glaube, also diese Konfliktlinie ist auch ein bisschen, wovon der Film zehrt oder was diese Stereotype, die existieren, nähert, ja. Ja, aber die Frage ist ein wenig. Erstens, man muss sagen, das Wohlergehen des Einzelnen, wenn man in marginalisierten Gruppen ist. Also Zhao Liwang, der CEO, der 2,2 Milliarden US-Dollar wert ist, der wird wahrscheinlich nicht, dessen Wohlergehen ist auf jeden Fall, für den ist gesorgt, muss man mal sagen. Ja, Also, stimmt, weil er Geld ja, hat, ja, es das ist, ist, es ist ja auch überhaupt gar nicht und, gesagt, dass der Betrieb nicht effizient funktionieren würde, wenn es da einfach eine sozialere Verteilung von Entscheidungsmacht und Mitspracherecht geben würde, nicht? Also das ist ja ja, auch das so ein stimmt, ja. Mythos von Kapitalisten, der immer wieder reproduziert wird, perpetuiert wird, dass das irgendwie zu einer geringeren Effizienz führt. Das ist ja überhaupt gar nicht bewiesen. Also es ist ja sogar utilitaristisch gedacht, sozusagen zu sagen, zufriedene Arbeiter machen auch die bessere Arbeit, nicht? Also das lässt sich ja, Stimmt. das muss man ja nicht mal ethisch oder sowas verhandeln oder so. Das ist ja Das schon auf der stimmt. Ebene einleuchtend irgendwie. Aber das ist auch ein zentraler Punkt, den der Film zumindest behandelt. Ich meine, es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, dass, okay, die chinesischen Manager erstmal hier recht viel Freiraum den US-Amerikanern geben, ihnen gute Arbeit oder gute Arbeitsbedingungen, gute Bedingungen, also gutes Gehalt zahlen, was auch immer, den Führungsposten und erstmal quasi erwarten, dass sie das dann selbst regeln, ja, wenn sie gutes Gehalt bekommen, dann werden sie die Arbeiter schon irgendwie effizient gestalten, es wird schon passen. Und erst, wenn die Zahlen dann nicht stimmen, also erst als sich herausstellt, dass das Ganze ein fürchterliches Verlustgeschäft ist, kommt sie drauf, okay, wir müssen das umstellen, ja, und dann kommt sie halt in diese alten kapitalistischen Effizienzstrukturen wieder rein, wenn man so möchte. Also es wird schon aufgegriffen, finde ich, von dem Film. Also, ich will noch mal ganz kurz bleiben bei dem chinesischen gegen US-amerikanischen und den Bildern, die hier evoziert werden und von welcher Position eigentlich hier erzählt wird. Weil zum einen eben die Kritik, die jetzt der Martin geäußert hat, natürlich auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Und ich habe aber das Gefühl, und das ist durchaus interessant, dass wir dieser chinesischen Firma konstant von außen beginnen, eigentlich. Das beginnt damit einfach, dass etwa wir hier ein Bild haben von Zhao als einen durchaus ein wenig verrückten Machtmenschen, der irgendwie absurde Ideen hat und absurde Forderungen stellt. Beginnend mit, ja, könnten wir bitte könnten wir das Tor nicht dorthin schieben? Das wäre besser, wenn das Tor dort wäre. Ja, aber das kostet uns 30.000 oder 300.000 jetzt. Ja, aber machen wir das lieber so. Und könnten wir bitte die Sicherung, also den Feuerschutz und Brandmelder vielleicht da unten hinstellen? Das geht nicht, das ist reguliert dort. Ja, aber könnten wir es vielleicht dort hinstellen? Nein, das gehört dahin. Können wir es, also so, das hat schon einen Moment und das meine ich mit auch diesem neoorientalistischen Ansatz. Wir Sorry, beginnen, neoorientalistischer, hast du gesagt? ja, Okay. neoorientalistischer Ansatz. Wir beginnen der chinesischen Personengruppen fast gänzlich aus einer Distanz Ja. und vor allem ihre Verhaltensweisen, ihre Arbeitsethik, ihre Arbeitsmoral immer mit sehr viel Abstand und auch einem schrägen Blick darauf, der irgendwie das Absurde hervorhebt. Ja. Und das jetzt kommt mein Punkt, glaube ich, und das ist auch deshalb ein bisschen so, weil wir halt mit kaum jemandem wirklich Kontakt haben von dieser Gruppe, stärker als mit Zhao. Also wir haben mit Wong noch Kontakt, der
einer der Arbeiter ist, der schon seit 19, also 19 Jahre lang dort arbeitet und jetzt für 2 Jahre einfach so nach US, in die USA verfrachtet wird. Aber bis auf Wong haben wir gar keinen anderen chinesischen Arbeiter, mit dem wir irgendwie näheren Kontakt haben. Und für mich grenzt das schon sehr an eine sehr glatten Oberfläche, wie chinesische Arbeit generell dargestellt und wie das diese Stereotypen reproduziert, beziehungsweise das nicht tiefer eindringen wollte oder konnte in diesen Kontext von, was heißt es eigentlich, ein chinesischer Arbeiter in der Fabrik zu sein. Und damit gehe ich schon ziemlich d'accord mit Martin, das hätte man auch ganz anders darstellen können und nicht so diese Stereotypen reproduzieren können. Und ich verweise dann immer halt auf einen Film wie von Xie Zhang den A Touch of Sin, der eben gerade zum Beispiel, also Xie Zhang ist generell ein Regisseur, der konstant kapitalistisch kritisch arbeitet in China. Also der ist generell ein sehr spannender Regisseur in China, im modernen China. Aber er hat zum Beispiel natürlich mehrmals Szenen drin in der Touch of Evil, wo man das Auseinanderklaffen von Reichtum darstellt, die Darstellung der Prekarität von armen Menschen, wie selbstzerstörend diese sind. Und das auch im Kontrast stellt, zum Beispiel So Long, My Son, den ich zum Beispiel wesentlich apologetischer gefunden habe, wie er mit Armut umgeht. Also das heißt, Entschuldigung, dass ich jetzt 2 chinesische Filme so reingeworfen habe, aber das ist ein Punkt, der mich an So Long, My Son immer gestört hat. Und ich finde das hier schon wesentlich brutaler und und ehrlicher. Und ich habe das Gefühl, dass aus irgendeinem Grund Reichardt und Bogner nicht entweder dazu gekommen sind, das zu präsentieren, es nicht wollten oder sonst was. Und dadurch kommt diese Kluft her, die sie eigentlich angeblich überwinden wollen. Das sagen sie auch in Interviews. Und wo auch so das Schlussbild eigentlich dazu führt, zu sagen, ja, wir haben hier dieses Zusammenkommen unterschiedlicher Arbeiterinnen, die eigentlich alle eigentlich was Besseres wollen und die mit dem solidarisieren, was auch erlangen können, aber gleichzeitig, es ist im Text nicht drin. Also der Text sagt was anderes aus. Ich würde auf jeden Fall so tendenziell zustimmen. Andererseits wird ja schon auch gezeigt, wie die auch indoktriniert werden, sozusagen dieser gleichgeschaltete Block irgendwie zu sein, nicht? Dieser anonyme gleichgeschaltete Block. Also ich weiß auch nicht. Ja. Natürlich gibt es so eine Sozialisierung, die dazu führt, dass man eben eher das akzeptiert, aber gleichzeitig gibt es die Personen, die deutlich der Kritik üben. Und die Frage ist auch, ob man so offiziell nicht Kritik üben möchte, im Kontext der eigenen Firma etwa. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Leute anfangs vielleicht das Potenzial hätten, da irgendwie mit bei diesem Arbeiterkampf zu machen, nicht? Aber es werden ja wirklich auch wirklich von der Chefetage dann konkrete Maßnahmen ergriffen, die wirklich ganz in Ausschluss der amerikanischen Mitarbeiter dann mit den chinesischen Mitarbeitern abgehalten werden, wo die wirklich darauf eingeschworen werden, auch auf diese stereotypen anti-amerikanischen Klischees, nicht? Und sich von den Leuten fernzuhalten. Das wird schon irgendwie gezeigt, wie die Leute auch individualisiert werden und dann deswegen auch gar nicht als einzelne Person irgendwie hervortreten können. Ja, ich glaube tatsächlich, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es den Regisseurinnen einfach nicht möglich war, das zu machen, dass sie da keinen Zugang finden konnten, weil der gleich ja strukturell irgendwie abgesägt wurde, beziehungsweise weil sich da irgendwie auch niemand wahrscheinlich bereit erklärt hätte, irgendwie das mit sich machen zu lassen, aus Angst, irgendwie aus Repressalien vor der Firma, was auch immer, kulturell bedingt sowas nicht macht. Also ich glaube, dass es nicht möglich war, dass sie diese, weiß nicht, wie du es genannt hast, diese Entfremdung oder Darstellung von den chinesischen Arbeitern als, ich sag mal, Eindringling, ein bisschen kommt es ja so rüber, dass das am ehesten so entstanden ist, weil die Filmemacher es selbst auch so wahrgenommen haben, bewusst, unbewusst. So würde ich mir das am ehesten zusammenreimen wollen. Aber natürlich weiß ich es nicht, wie es wirklich war. Ja, es ist halt interessant, wie sie es darstellen und dass sie nicht versuchen, eine andere Perspektive zu erlauben. Vor allem, wenn es eben hier dieser interkulturelle Dialog vermeintlich in den Vordergrund gestrückt sein soll, angeblich. Also es ist halt ein bisschen interessant, wie das dann strukturiert ist, dass das einfach hier rausfällt. Aber wollen wir vielleicht auch mal ganz kurz so ein bisschen aufs Ästhetische eingehen und einfach die Frage an euch stellen. Die beiden nennen es ja gerne ein Industrial Ballet, also ein Ballad? Na, wie sagt man es auf Französisch, Englisch? Ballet. Ballet? Ballet? Ja. Okay, Industrial Ballet, der das also beim Filmen von diesen
Arbeit, von der Arbeit, von wie diese Arbeit dargestellt wird. Habt ihr was bemerkt, wie jeweils die Arbeit dargestellt wird in den verschiedenen Fabriken oder in den verschiedenen Momenten, den verschiedenen Perioden dieser Fabrik? Also ich denke vielleicht auch an die ersten 5 Minuten, die finde ich sehr spannend war, etwa auch. Also dieses, also die, ja. Ich gebe das mal an dich weiter, Martin. Ja, nein. Erstmal muss ich sagen, dass ich es grundsätzlich mal toll fand, überhaupt Leute beim Arbeiten zuschauen zu können. Das ist ja doch auch eine große Seltenheit, vor allem im US-Kino. Auch im narrativen Kino. Es ist ja ganz lustig, dass im Film einmal Norma Rae irgendwie angesprochen wird von einem der klassenkämpferischen Figuren, dann Menschen, die dort gezeigt werden. Ja, überhaupt Menschen über ihren Brotberuf, über ihren beruflichen Alltag, inklusive des ganzen Struggles, der damit zusammenhängt, mal in dieser Fokussierung zu sehen, also außerhalb von privaten Verstrickungen, irgendwelchen Angelegenheiten, die dann Liebe, Freundschaft, Familie oder sowas betreffen, dass das mal, dass die Menschen mal in ihrer, als Arbeiter erfasst werden, als arbeitende Menschen. Das hat mich automatisch beeindruckt. Was noch? Ich fand es interessant zu beobachten oder die Erkenntnis zu haben, wie unfassbar komplex eigentlich sowas ist. Also ich hatte das Gefühl, wow, Glas herzustellen, eine Glasscheibe fürs Auto ist eine sehr komplexe, mühsame Arbeit und es braucht extrem ausgebildete Sinne und durchkonditionierte Motorik, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, um diese Arbeit zu vollrichten. Und da legt der Film dann schon irgendwie ein Auge drauf, das genau zu beobachten, was die Leute dort tun. Besonders beeindruckt hat mich einmal dieser Moment, wo es diesen Monolog gibt mit diesem dunkelhäutigen Arbeiter, der auch ganz am Anfang vorkommt, der kommt dann später nochmal vor. Ich glaube, nach einer halben Stunde oder so, wenn er dann auch über diese endlose Repetition irgendwie spricht, nicht? Also es ist auch so ein Moment, wo er wirklich die Entfremdungserfahrung irgendwie thematisiert. Und im Anschluss sagt er dann, im Anschluss kommen dann diese Durchhalteparolen, die er sich dann immer sagt, nicht? Dass er, also wo er dann auch einen gewissen Stolz daraus bezieht, dass, obwohl das so entfremdend ist, das trotzdem zu können und zu machen und so weiter. Genau, na, das ist mir nur aufgefallen, ja. Ja, also ich finde, das ist ein total interessanter Moment, weil er spaltet sogar auf in Body, Mind und Soul, wie das bedeutet für die unterschiedlichen Elemente seiner Person eigentlich, wenn hier diese Entfremdungserfahrung gemacht wird, also in Max'schen Sinne eigentlich. Ja, absolut. Das ist auch wirklich interessant, Menschen, die wirklich Arbeit verrichten, über ihre eigene Tätigkeit zu philosophieren, zu hören, nicht? Das passiert ja doch relativ selten, gerade auch in der Darstellung von Arbeitern dominiert ja doch immer irgendwie so eine recht, ja, also man sieht die Leute nicht wirklich arbeiten und wenn man sie reden hört, hat man immer irgendwie das Gefühl, sie werden auch so gefragt, aus so einer, ja, doch etwas herablassenden Haltung heraus irgendwie und die Antworten, die sie geben, sind dann auch nicht besonders ergiebig und da hört man mal Arbeiter wirklich über ihr körperliches, über ihr geistiges Gefühl sprechen. Und man sieht die Leute ja auch oft, das finde ich auch interessant, irgendwie, wie sie an Spinden oder sowas, nicht, wie sie zur Arbeit gehen. Diese Alltagserfahrung, die ja auch sowas Verbindendes ist. Also egal in welchem Bereich man arbeitet, jeder hat irgendwie so einen beruflichen Alltag und das kriegt der Film recht gut zu fassen. Ja, ich finde die einzigen Filme, die das oder die einzigen Berufe, denen man das irgendwie zugesteht, wo es um Schaffen geht, sagen wir mal so mal zumindest, sind dann irgendwelche Handwerksberufe, vor allem wenn es um die Meister ihres Fachs geht. Und Meister, wie ich oftmals einfach männlich kodiert hier. Also so ein, man darf dann einen Person, einen Meister, der eben beim Holzhandwerk perfekt schnitzen kann, irgendwie kleine Kunstwerke schärft. Und da darf man es mit anschauen. Aber da geht es immer irgendwie um diese, es hat was Prestigeträchtiges, dass man überhaupt über seine Arbeit reden darf und sie dargestellt wird eigentlich. Und das ist tatsächlich etwas, was selten ist, wie das hier passiert im Kino, vor allem im Mainstream-Kino, so muss ich es eigentlich formulieren. Ich glaube, es gibt schon andere Kontexte, wo es schon passiert, aber ich glaube, gerade im US-amerikanischen Mainstream-Kino der letzten Jahre, mir fällt tatsächlich weniger ein, das ist eh furchterregend. Ja. Ist dir was aufgefallen, Patrick, bei diesem, in diesem Kontext? Nichts, das nicht bereits versprochen wurde. Nee, eigentlich nicht. Also ich gehe da ganz konform. Also abgesehen von der Tatsache, dass ich das wirklich vor 6 Monaten gesehen habe, deswegen nicht mehr das frischeste Erinnerungsvermögen daran habe.
Ja, nee, aber eigentlich gehe ich ganz konform mit dem, was hierbei oder Martin gesagt hat. Also es war spannend, unmittelbar dabei zu sein und Leute so ungefiltert über ihre Tätigkeit reden zu sehen. Das tatsächlich, ja, nicht ganz un, also nicht wertend, aber relativ neutral dargestellt zu sehen. Das hat mir gefallen, ja. Ja, also dann beantworte ich halt meine Frage, die ich gestellt habe. Soll mir recht Tu das. sein. Also gerade von der Anfangsszene, da geht es nämlich um diese Szenen aus Last Truck, wo sie nochmal so einmal für 40 Minuten in die Fabrik gehen durften vom General Motors, bevor es zugemacht worden ist. Sonst hatten sie keinen Zugriff oder nur bedingt Zugriff auf diese Fabrik. Und diese Einstellungen sind tatsächlich voller Leben, voller Emotionen, voller auch Leid, muss man sagen, aber voller Leben. Es ist laut, es sprühen Funken in verschiedene Richtungen. Wir sehen Menschen, die eben gerade diese Autos herstellen und zusammenschrauben. Und zum anderen ist es aber lebendig in vieler Hinsicht, ganz einfach. Und das schneidet direkt nach den tragischen oder den emotionalen Worten von VertreterInnen dieser Fabrik, die eine Pressekonferenz halten, schneidet direkt in die Fabrik der chinesischen Firma. Und das ist das einzige Mal, wo es so steril und menschenleer wirkt, wie in keiner anderen späteren Sequenz. Das heißt, der Film hat auch hier bewusst entschieden, beim Darstellen von Arbeit diesen Dialog, den es vermeintlich aufmachen möchte, sofort mit einer Diskrepanz zwischen zwei Arbeitsszenen darzustellen. Wir haben hier Menschen in vielen verschiedenen Masken drinnen, die nicht reden, wo man kaum einen Ton hört, man hört nur ganz leises Vibrieren von Maschinerie, langsam, man hört vor allem Sachen, die langsamer dahin gleiten, die Glasscheiben bewegen sich, man hat Hitzeräume, die eben, wo im Glas in höheren Temperaturen langsam fließt. Wir haben Räume, wo nur ganz kurz ein Mensch zu sehen ist, aber nur ganz kurz angeschnitten. Also konstante Versuch zu machen, dass es menschenleer ist. Und das Interessante ist, das kommt wieder, und zwar in der letzten Szene, wenn die US-amerikanische Firma nun überautomatisiert wird. Und hier haben wir auch wieder diese leere Hallen, während die vier, also der Zhao und anderes größere Manager dieser Firma, chinesische Manager, herumgehen und sagen, ja, und da schaffen wir es bald, dass wir hier vier Leute wieder abbauen. Weil da kommen zwei Maschinen hin und da kommen eine Maschine. Und wir haben ja auch etwas Beeindruckendes irgendwie, Visuelles, diese Maschinen, die sich miteinander bewegen, um hier dieses Spiel machen, auch eine Art von Ballett. Ich denke da immer an die tolle Modeausstellung von Alexander McQueen, wo eben er Maschinen benutzt hat, um ein Modell anzumalen und eben sein Kleidungsstück zu Ende zu führen. Und da ist auch diese Maschine, wie künstlerisch die sich bewegt, aber gleichzeitig hat es was ganz Seltsames und Entfremdetes, wie diese Räume, diese Lagerhallen, die so riesig sind und davor so laut waren, vollkommen verstummt sind. Und das wird dann natürlich wieder kontrastiert mit diesen letzten Szenen der vielen Menschen. Das heißt, ich glaube schon, dass da auch in der Ästhetik ganz viel passiert eigentlich, wie hier in Extrempunkten muss man sagen. Also ich habe jetzt absolut Extrempunkte genommen, um es ganz verdichtet darstellen zu können, was die Regisseurinnen machen, aber wo eben ganz klar hier, ich weiß auch nicht, gute, schlechte Fabriken, menschenwürdiges Leben in Fabriken als Arbeiter gegenüber vollkommene Menschenleere und Verlust der Menschlichkeit. Also das sind so eigenartige, assoziative Gedanken, die in meinen Kopf gesprungen sind, wie ich das gesehen habe. Ja, also ich finde, die sind auf jeden Fall da. Das habe ich auch ein bisschen gemeint, als ich vorhin angesprochen habe, okay, ein bisschen kontrastiert der Film schon mit früher war es besser und jetzt, beziehungsweise in der Zukunft, das Kommende ist ein bisschen im schlimmsten Fall dystopisch und vielleicht sollte man ein bisschen dagegen vorgehen. Und also er spielt damit interessanterweise ja eigentlich
in die tiefsten Ängste, zumindest stelle ich mir das so vor, die ein typischer Trump-Anhänger hat oder haben müsste. Und das, was ja letzten Endes, ja, ich muss den Bogen zum Politischen wieder spannen, das ist ja ein bisschen die Das Motivation. Politische ist ganz drinnen in dem Text. Jo, jo, aber Du musst dich spannen. das direkte Politische zu direkten Politikern. Also das ist ja ein bisschen auch die Grundlage, warum Trump gewählt wurde. Also diese Angst vor der Zukunft, diese Angst vor der Automatisierung, diese Angst vor der Globalisierung. Und das sind alles Aspekte, die hier schon, da hast du recht, eigentlich gar nicht so undeutlich aufgegriffen werden. Und ja, ich weiß nicht, ob es an Pranger gestellt wird, aber das schwingt schon mit. Also diese Lesart ist definitiv vorhanden. Ja. Siehst du das auch so, Martin? Ja, durchaus. Geht auf jeden Fall, also das schwingt da immer irgendwie mit, hatte ich auch das Gefühl. Also überhaupt also das ist einfach automatisch, dass man das vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Unmuts der Working Class über die ökonomischen Verhältnisse in den USA halt automatisch betrachtet, nicht? Diese entfesselte Globalisierung und diese ganzen Veränderungen, die da auf die Menschen zukommen, absolut. Ja. Und es hat tatsächlich auch manchmal ein bisschen was von einem Abgesang, nicht? Auf dieses goldene US-geprägte Zeitalter, wo alles durchindustrialisiert, die Aufschwungsjahre in den 50ern, das schwingt natürlich in so leeren Lagerhallen irgendwie immer mit. Aber es ist halt auch irgendwie ein schwieriges, fragwürdiges Bild, nicht? Ja, als man vollkommen romantisiert einfach. Romantisiert, ja. Ja. Kann man fragen, glaubt ihr, dass die beiden, vor allem Riker, die ja, wie gesagt, seit den 70er Jahren in zentrale Regisseurin vom linken Kino ist in den USA, vom linken Dokumentarfilm in den USA, dass sie bewusst das gemacht hat, dass sie hier eben, oder warum glaubt ihr, hat sie das gemacht? Oder haben sie das gemacht, die Ja, das ist beiden? eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht haben. Ja, weiß ich wirklich nicht. Aber ich glaube, ein Grund, warum das mit drin ist, ist einfach, weil das ein, was ist das deutsche Wort für Sentiment? Also das ist eine Einstellung oder eine Wahrnehmung, sagen wir es mal so, die in den USA tatsächlich allgegenwärtig ist und der du als US-Amerikaner nur sehr, sehr schwer entgehen kannst, einerseits. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es so, ich sage ja mal, über das kollektive Bewusstsein, über die kollektive Wahrnehmung so in den Film hineingefunden hat. Andererseits geht es natürlich, und deswegen haben wir auch so Szenen, wo die Arbeiter direkt zu Wort kommen und direkt ihre Erfahrungen schildern können, geht es dem Film natürlich auch darum, Erfahrungen und Sichtweisen von den direkt betroffenen Personen zu schildern bzw. näher zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise, wie der Film das tut. Ja, das ist so, wie die Arbeiter es wahrnehmen, das sind die Ängste, die Arbeiter haben, die ihren Alltag zum Teil bestimmen und die ein bisschen auch dazu geführt haben, dass sie in der, ja, zumindest ansatzweise misslichen Situation, in der sie gerade sind, eben sind. Und ich glaube deswegen, ja, also um die Perspektive zu öffnen am ehesten, ist das drin. Also du meinst es jetzt die Perspektive öffnen auf die Personen, deren Leben zu öffnen, also damit wir diese Personen wahrnehmen könnten, also nicht irgendwie erscheinen in anderen Kontexten, anderen Medien, die nicht dargestellt werden, oder? Ja, Habe ich es falsch genau, verstanden? ja, tatsächlich, ja. Und das ist einfach ein so großer Teil ihrer Weltwahrnehmung, ihres Lebensbildes ist, dass es deswegen da Platz finden muss. Ja, das ist natürlich auch so eine sehr sozialdemokratische Denkweise, nicht? Also, dass diese Identität so stark aus der Arbeit irgendwie heraus bezogen wird, nicht? Besonders auch dieser Menschen, die da auch irgendwie reproduziert wird. Und ich frage mich dann auch immer, also man kann es natürlich eigentlich viel fundamentaler, irgendwie kann man sich fragen, warum müssen sich die Leute das eigentlich antun, dort zu arbeiten. Also man könnte ja auch Verhältnisse schaffen, wo sie vielleicht gar nicht so viel arbeiten müssten. Also die Automatisierung könnte sie ja auch entlasten. Wenn es aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene eine Umverteilung geben würde von Vermögen und so weiter, dann wäre das ja auch gar nicht mehr wirklich notwendig. Dann kann man ja die Roboter alles machen lassen. Das Ding ist halt immer, dass die Denkweise ja so verbreitet ist, dass wir auf Teufel komm raus irgendwie die ganze Zeit arbeiten müssen, obwohl eigentlich gar kein Bedarf mehr oft nach menschlichen Arbeitskräften besteht. Aber es ist halt diese Identitätskategorie von Arbeit und ich definiere mich irgendwie über die Arbeit und das, was ich vollrichte, das ist halt unglaublich stark. Also man hat den Leuten, es ist ja immer so ein bisschen dieses Schreckgespenst, was so Kapitalisten malen.
dass sie dann, oder was Liberale malen, wenn man die Leute irgendwie sozialdemokratisch versorgt und sie dann weniger oder gar nicht mehr arbeiten, dann haben sie keinen Lebenssinn mehr. Das ist ja absoluter Unsinn, nicht? Also die könnten ja auch irgendwas Ja. anderes machen. Warum muss man am Fließband stehen? Absolut, aber deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, als du meintest, dass das etwas zutiefst Sozialdemokratisches ist oder eine sozialdemokratische Sichtweise. Ich persönlich finde eher, dass es etwas ja zutiefst Neoliberales ist, ja, also eine eher ja Ja, weil, nein, linkere Weltsicht. das war falsch von mir ausgedrückt. Ich würde nur sagen, ich fand es immer nur erstaunlich, wie stark auch Sozialdemokraten, glaube ich, immer an diesem identitätsstiftenden Moment von Arbeit irgendwie glauben, nicht? Also das meinte ich mit Ja. damit. Also ich glaube schon, dass. Entschuldigung. Nee, nee, ich kann Ich Ihnen auch. zustimmen, ja, tatsächlich. Also ich glaube schon, dass auch dieser sozialistische Diskurs und der kommunistische Diskurs, von dem sich natürlich der sozialdemokratische auch speist, natürlich auch hier stark natürlich diese ArbeiterInnen und die Bilder der Arbeiterinnen sehr stark in den Vordergrund setzen und dementsprechend auch da, deshalb ein zentraler Mitgrund ist, warum eben das hier identitätsstiftend ist. Und wir müssen auch sagen, dass das natürlich auch alles stark vom 19. Jahrhundert herrührt und der Entwicklung, dass sich das Bürgertum differenzierter, also das Bürgertum, was eben damals an Macht gewinnt und das hegemonale Narrativ vorgegeben hat, mehr oder weniger. Und dass sie einfach gesagt haben, hey, wisst ihr was? Wir sind so viel besser als der Adel. Der Adel, der ist nur auf Privilegien aus, hat alles mit dem Silberlöffel in den Mund gestopft bekommen. Wir erarbeiten uns das. Wir sind brave Protestanten, wir sind brave Kapitalisten. Also das heißt, das Spannende ist tatsächlich, dass wir hier identitätsstiftende Narrative haben, die aus der bürgerlichen 19. Jahrhundert stammen, aber die tatsächlich, wie auch Martin das richtig formuliert, es weitreichend noch Nachwirkungen hat, um auch hier nochmal kurz anzuschließen, beziehungsweise ein ganz kurzes bisschen zurückzuspringen, das tut mir leid. Und weil ich finde schon, dass es diese Identitätspunkt drin hat, aber ich bleibe bei diesem Begriff des Lehrstückes irgendwie. Und ich glaube auch, dass man durch diese Linse versucht hat, diese beiden Regisseurinnen und Regisseure, durch diese Entverfremdung, diese Verfremdung der Entfremdung, haha, also Verfremdungseffekt nach Brecht, Entfremdung nach Marx, dass man dadurch zeigen kann, ja, das habt ihr vielleicht sicherlich in US-amerikanischen Betrieben auch erfahren, aber ihr wisst schon, das ist schon ein ziemlich harter globalisierter Kapitalismus eigentlich. Und eigentlich äußern sie lauter kapitalismuskritische Sachen, Kritik grundlegend am Kapitalismus, aber hüllen es in einer rassifizierten Maske, um es vielleicht auch Personen nahezubringen, die gerade eben das eher so sehen. Also spannend, ein extrem spannender Punkt ist die Szene, wo dann der eine ehemalige Manager von der Firma, US-amerikanische Manager, dann entlassen worden ist. Der am Anfang hört der Brown, den Senator Brown, und redet über die Union und sagt, oh, ich könnte ihn umbringen, ich könnte diesen Mann einfach umbringen, der wird nicht mehr reden dürfen, nie wieder darf er reden, hier auf diese Versammlung oder irgendwie, und darf auch nicht in dem Ding sagen, weil er über Gewerkschaften geredet hat. Das darf nicht sein. Und circa eine Stunde später haben wir ihn nochmal im Bild, nachdem er schon entlassen worden ist, und es geht um diese Gewerkschaftssache und die spannenden Sachen, wie im Management ganz versucht, die Gewerkschaften zu unterminieren und zu aus der Firma zu bringen. Also faszinierend waren hier zum Beispiel die Bilder von Firmen, die sich darauf spezialisieren, nichts anderes zu tun, als in andere Firmen reinzugehen, Fabriken reinzugehen, um gegen Gewerkschaften zu eifern, zu hetzen eigentlich. Und auf einmal sagt er, ja, eigentlich brauchen die wirklich Gewerkschaften dort, weil jetzt haben sie keinen US-Amerikaner mehr, an den sie sich wenden können. Und das ist Ja, aber ein das ist ja auch so irrsinnig absurd. spannender Die Punkt. US-Amerikaner haben es ja auch nicht so mit Gewerkschaften. Also diese ganzen Sachen sind ja Eh schon nicht, vorher da und aber da ist der Film irgendwie, da begibt er sich wirklich auf ein gefährliches Terrain. Also was du als rassifiziert bezeichnet hast, das ist natürlich irgendwo zutreffend. Ich glaube, dass jemand, der das gar nicht so hinterfragt, vielleicht dann doch sagen könnte, ja, die Chinesen, die bringen uns jetzt den Kapitalismus. Davor haben wir ja das eben, nicht aber gehabt eben, und ja. genau. Aber das sehe ich ganz genauso. Also absolut. Das habe ich vorhin auch versucht zu sagen, beziehungsweise darzustellen, also dass quasi die Chinesen als die Eindringlinge dargestellt werden, gegen die ja nicht man vorgehen muss, aber also die Gefahr sind, dass die Gefahr von außen kommt. Ja, tatsächlich. Also diese Gefahr, dass man das so sieht, nachdem man diesen Film schaut,
Die ist da. Aber Also du sagst ja, du die Gefahr hätte der Film eigentlich so leicht eigentlich abmildern können, indem wir das irgendwie vielleicht historisch kontextualisiert hätte, nicht? Also vielleicht auch den doch schon Ja, viel längeren gut. und älteren Arbeiterkampf, Klassenkampf in den USA Ja. irgendwie hätte ja dargestellt werden oder erwähnt werden können, in irgendeiner Form. Aber das ist natürlich dann wieder die Frage, inwiefern das dann nicht wieder zu überdidaktisch ist, nicht? Aber Ja, ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Also keine Ahnung. Also, aber ein anderer Weg, den der Film hätte gehen können, das haben wir auch schon angesprochen, was er nicht getan hat, weil er es meiner Meinung nach nicht konnte, aber wäre eben die tatsächliche Perspektive von den anderen, in Anführungszeichen, also die chinesische Perspektive anhand von Einzelbeispielen näher und menschlicher darzustellen. Aber was ich ganz interessant finde, selbst da ist, dass du meintest, dass eventuell da Kalkül dahinter steckt und das gewählt wurde, um erst einmal, ich sage einmal in Anführungszeichen, typischen Trump-Wählern oder typisch eher konservativ, neoliberal ausgelegten Menschen hier ein Identifikationspotenzial oder eine für sie genehme Lesrichtung erst einmal zu geben, die dann letzten Endes ermöglichen soll, dass man sich mit der Materie auseinandersetzt und das dann reflektiert. Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht, ob es eine ist. Ich glaube schon, dass hier Personen abgeholt werden, die vielleicht durch ihre, ja, durchaus rassistischen Kontexten, rassistischen Perspektiven auch abgeholt werden können. Zum einen, aber ich glaube einfach, was ich eher damit sagen wollte, ist, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall recht, dass dieses Potenzial drin ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass es eben diese Doppelperspektive wir eben sehen müssen, dass sowohl die Regisseurinnen und Regisseure eine Intention hatten und diese hier didaktisch versuchen und sie auch am Schluss versuchen, eben hier diesen rassifizierten oder diesen rassistischen Kontext abzumildern mit den Schlussbildern, aber gleichzeitig immer wieder diese Stereotypen reproduzieren und das bewusst oder bewusst unbewusst machen, sodass wir hier diesen Exotismus haben, wo es eben gut und schlechter Kapitalismus, also wo uns durch diese Verfremdung beigebracht werden, was gute, solidarische, sozialistische, sozialdemokratische Solidarität bedeuten kann. Ja, also ich sag ja Okay. mal. Ja. Okay. Also ich finde nämlich auch, dass ich würde es nämlich auch kritisch sehen. Ich würde es absolut kritisch sehen, was ihr jetzt auch gesagt habt. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es interessant ist, dass es im Text drin ist. Diese Doppelung. Also ich würde auf jeden Fall es problematisieren und auch interessant finden, wie der Film hier vorgeht. Vor allem, weil die Regisseurinnen total ein anderes Narrativ vorschlagen in ihren Interviews etwas. Sie sagen halt sowas wie, wir wollten die ganze Zeit diese zwei Vektoren darstellen, der chinesisch-US-amerikanischen und der Upstairs und Downstairs, also der Management und dem Floorworkers und allen mit Respekt gegenüberstehen. Und dass aber gleichzeitig eben gerade eine Gruppe, nämlich die chinesische Management und mit bisschen abgeschwächte chinesische ArbeiterInnen vollkommen ausgestellt werden und ans Messer geliefert werden, ist eigenartig. Wobei wir können natürlich jetzt, man könnte noch diskutieren, ob sie es wirklich tun, weil am Schluss ja noch diesen wirklich sehr eigenartig sentimentalen Moment gibt, wo Zhao reden darf, wie gut es, wie schön die Welt vorher war in der Armut und wie katastrophal er eigentlich und er mitschuldig daran ist an dem modernen China. Was ein merkwürdiger Moment war, wo ich gedacht habe, soll ich jetzt mit einem totalen Kapitalisten, den Urkapitalisten schlechthin sympathisieren an der Stelle? Ich fand es ein bisschen eigen, wenn ich, wie es euch da ergangen ist, aber Ja, aber müssen wir auch nicht mehr. ist das nicht ein Okay. bisschen, Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen einfach die Wandlung, die beim Zuseher geschehen soll? Ist das nicht vorweggenommen, dass man als, ich sag mal, treuer Kapitalist in den Film reingeht und dann ein bisschen drüber nachdenkt und bisschen darauf gestoßen wird, dass das vielleicht gar nicht so gut funktioniert, beziehungsweise gar nicht so wunderschön, grün, menschenfreundlich ist, wie man das ursprünglich dachte. Also macht er nicht in diesem Moment, in diesem Gespräch, ist es nicht ein Kerngespräch, das, wie wir uns gerade erarbeitet haben, ein bisschen eigentlich eine sehr zentrale Aussage des Films für uns vorwegnimmt oder trifft? Jein, ich verstehe, was du meinst. Gleichzeitig, zum einen wird es relativiert durch das Unhappy. Ich habe diese Gedanken nur, wenn ich unglücklich mal bin, sonst bin ich immer happy, keine Ahnung. Und zum anderen
reproduziert ja trotzdem konstant auch die Mythen von, an mehreren Stellen von gut, ein guter Mensch zu sein heißt konstant zu arbeiten, konstant Effizienz zu beweisen und ähnliches, so also diese bürgerliche Identität von kapitalistischer Arbeitskraft etc. Und also für mich bleibt er dann, genau, vor allem, weil wir am Schluss nochmal diese Bilder haben von ihm, der durch die Hallen geht und sie reden darum, wie sie jetzt weiter abbauen, ist die Frage, warum ich diesen einen Moment der Selbstreflexion von ihm habe. Und ich weiß, für mich reißt er mich total raus. Er ist wirklich ein bisschen aufgelegt, ja. Es kommt wirklich so ums Eck nach dem Motto, ach, er ist ja doch unter der harten Ein Mensch. Schale irgendwie dann doch ein Mensch und zweifelt seine Ja. Taten an. Ja, absolut, habe ich auch so empfunden. Befremdlich war es auf jeden Fall, ja. Genau. Und es gibt auch diese Tradition ja von diesen, der Menschlichkeit von Kapitalisten. Aber es ist halt nicht so eine, und Kapitalistinnen, aber es ist halt nicht sowas wie, ja, Ja, Gleichberechtigung. sicher. Es gibt, ich meine, es gibt halt nicht, es ist nicht so krass, krass wie andere Filme, wo es dann, es gibt einen schlechten Kapitalisten und einen guten Kapitalisten und keine Sorge, Kapitalismus an sich ist nicht schlecht, nur es gibt korrupte Menschen, die es schlecht machen. Und das will der Film mir nicht vorschlagen. Und trotzdem gibt es diesen Moment, dieses ganz sentimentale Moment, wo wir noch einmal mal darüber nachdenken sollen. Und ich bin einfach. Aber vielleicht ist es genau das, was der Patrick meinte. Ja, man weiß auch Vielleicht. nie so richtig, worüber er dann eigentlich am Ende traurig ist, dass sein Plan nicht Ja. aufgegangen ist, seine Mission, oder ob er traurig ist. Also es erscheint auf jeden Fall sehr abwegig, dass er traurig ist, dass er die armen Leute irgendwie ausbeutet, und kurz wird das so eingeschaltet. Aber eigentlich ist er schon traurig und schaut immer aus dem Fenster betröppelt, weil er halt, weil er, weil die, weil Ja. die, weil die Amerikaner nicht richtig spuren, nicht? Also. Ja. Stimmt. Ja. Mit der Zigarette im Mund. Oh, jetzt wollen sie eine Gewerkschaft haben. Ach nein. Ja. Ich hätte doch nur Chinesen einstellen sollen. Naja, Ja, ich tatsächlich. hatte. Andererseits, ich muss auch zugeben, da bin ich immer in so einem Zwiespalt, weil ich finde, dass andererseits diese, es ist auch manchmal komisch, dass man das, dass das oft so dargestellt wird, als wenn das dann irgendwie so auch trivialisiert wird, nicht? Also, und relativiert wird irgendwie, dass die Kapitalisten ja dann auch wirklich manchmal wirklich schlecht sind. Also, machen wir uns nichts vor. Die sind ja wirklich, die sagen ja wirklich auch diese Sachen. Die sind natürlich da irgendwie ausselektiert, und vielleicht reden sie nicht immer so, aber diese ganzen menschenverachtenden, schlimmen Dinge Ja. sagen sie ja dann wirklich. Und manchmal finde ich es ganz gut, wenn man dann einfach mal so einen schonungslosen, wenn es einfach so schonungslos auch bloßgestellt wird, nicht? Und die Leute sich auch bloßstellen auf diese Weise. Also. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Ist es das? Ich weiß Ja. es nicht. Ach, geh. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist genau das Richtige. Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich finde, der Film ist relativ komplex. Also, American Factory ist ein sehr komplexer Film, den wir auch jetzt in dieser Diskussion so rausgearbeitet haben, wo es sehr viel Ambivalenzen einfach gibt. Oder sehr viel Ambiguitäten eigentlich besser in dem Kontext. Wo einfach manches doppelt mehrfach gedeutet werden könnte, manches sich in vielen Schichten von Diskursen, die heutigen politischen Diskursen versteckt, anderes einfach rausgeschnitten worden ist, was vielleicht genauso relevant gewesen wäre in den Diskussionen und den Diskursen. Und im Herzen steckt eben diese eigenartige Beziehung zwischen chinesischen und US-amerikanischen Arbeiterinnen, Arbeitern und Managerinnen und Managern, die sehr exotisierend funktioniert und auch rassifiziert eigentlich in weiterer Folge Kapitalismus und auch Kapitalismuskritik in vielerlei Hinsicht. Und das Einzige, was zurückbleibt, ist ein trauriger Kapitalist, der dann doch weitermacht in vieler Hinsicht. Und nächstes Mal haben wir auch treue Kapitalisten und Kapitalistinnen, weil wir mit eben Birds of Prey und die Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn von Casey Yan, einer chinesisch geborenen US-Amerikanerin, wink wink, ne, leider eben hier sehr wenig Einspielergebnis, ein schlechtes Einspielergebnis gebracht hat für Warner Bros. In der DCEU. Und ich glaube, dadurch ist diese Firma auch irgendwie das Studio. Dieses kapitalistische Studio auch nicht sehr glücklich und auch trauert darum und sitzt am Fenster und eine Zigarette im Mund. Wie soll es weitergehen? Wow, Und was für eine wunderbare Überleitung selbst da. Also ich glaube, in einem kapitalistischen System, in dem es darum ginge, ja, Überleitung zu schreiben, wärst du auf jeden Fall schon ein Manager auf Top-Level.
Sehr schön, sehr Gott sei schön. Dank. Und jetzt sei effizient und sag, wo sie uns erreichen können. Ja, ich bin effizient. Falls ihr euch fragt, wie viel heute bei uns rausgeschnitten wurde, wie komplex unsere Podcasts immer sind, könnt ihr uns gerne kontaktieren und eine Mail an uns schreiben an kinoonthecouch@gmail.com. Wir stehen euch dort Rede und Antwort. Weiterhin stehen wir euch Rede und Antwort bei diversen Portalen. Alles da wären YouTube. Dort könnt ihr uns liken. Ihr könnt uns auch auf Facebook ein Like geben bzw. mit uns interagieren. Des Weiteren, falls ihr es lieber kurz und bündig mögt, ganz anders als wir, sendet uns doch eine Kurznachricht über das Netzwerk mit den blauen Vögeln, Twitter. Dort sind wir auch vorhanden. Ihr könnt uns auf jedem gescheiten oder auch ungescheiten Podcast-Catcher eurer Wahl empfangen. Beheimatet sind wir bei Podcast Garden. Ah, ja, ein wunderschöner Podcast-Service. Wir heißen Kino on the Couch, wie ihr vermutlich schon wisst, und sind natürlich, ah, das hätte ich fast vergessen, auch über jeden RSS-Feed empfangbar und sind nicht zuletzt auch bei iTunes zugegen. So, das wäre es. Bitte tretet mit uns in Kontakt. Ja, seid ihr Kapitalisten oder nicht, das ist uns ganz egal. Wir antworten gerne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und an dieser Stelle, ach oh Gott, fast hätte ich es vergessen. Selbst da habe ich etwas vergessen. Ich meine, ob es so effizient ist, wenn du das nochmal dazu sagst. Eigentlich solltest du es einfach richtig machen, ohne nochmal nachfragen zu müssen. Aber naja, man kann ja noch lernen. Und Schiffwurst wechseln wir dich aus für ein chinesisches Modell. Juhu, okay, gut. Warum hast du jetzt den Kapitalisten eingeladen? Ja, freue mich auch gerade. Aber das ist halt der Patrick. Wie gesagt, ich glaube, ich habe schon andere Leute an der Leiter, Also, in der Schnur. An der Leine, nein, ist eh Moment, gut, wenn ist ich eh dann, gut. Wir wollen ja keine Bubbles, nicht? Das ist eh wenn gut. ich dann später, wenn ich dann später wieder angestellt, für weniger Gehalt? Ja, darüber können wir reden. Darüber können wir Dann reden. geht es eigentlich noch weniger Gehalt? Ich krieg schon nichts. Also muss ich dann euch bezahlen, dass ich hier mitmachen darf? Das ist eine gute Idee, würde ich sagen. Sehr antikapitalistisch, wenn du mich fragst. Also, noch bevor wir uns verabschieden, herzlichen Dank, Martin, dass du wieder mitgemacht hast, obwohl wir schon zum zweiten Mal dein Lieblingsthema Existenzialismus nicht zumindest direkt Ah, behandelt das ist nicht haben. schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, Kommt noch. aber nächstes Kommt Mal noch. oder kommt noch, genau. Du musst uns nur einen guten Film sagen, wir machen ihn gerne. Und du kannst uns dann alles Mögliche erzählen und philosophieren darüber, wie dieser Film wirkt. Juhu. Ich hoffe, du hast auch Spaß daran gehabt, über Kapitalismus und Arbeitsprozesse und visuelle Arbeit da zu reden, Ja, visuelle sehr. Darstellung von Arbeit zu reden. Sehr schön. Na gut, ich wünsche euch allen einen schönen Arbeitstag, weil ihr geht's wahrscheinlich jetzt die letzten 1,5 Stunden schon zur Arbeit und hoffentlich auch einen guten und weniger monotone Arbeit. Dann bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.